Meinst du, Liebe ist ein willkürliches Gefühl? Meinst du, jemanden zu lieben ist Glück haben? Meinst du, das kann einfach so passieren, dir einfach so in den Schoß fallen? Oder ist Liebe eigentlich eine Fähigkeit, die man lernen kann? Ist Liebe eine Kunst? Muss man sich anstrengen, um lieben zu können? So, hallo Leute. Heute. Ich muss mal kurz mein Zeug hier noch runterholen. Heute möchte ich mich mit euch über ein Thema reden, das uns alle beschäftigt. Und zwar ist das das Thema Liebe. Und ich hab jetzt die Tage ein Buch gelesen. Das ist das Buch Die Kunst des Liebens von Erich Fromm. Und da hat er total gut zusammengefasst, über was ich schon länger nachgedacht habe. Oder mir halt auch nochmal, na, er dröselt die Liebe da halt total auf und zeigt auch ein bisschen auf, warum wir in unserer Gesellschaft die Fähigkeit zu lieben verloren haben. Und na, da will ich mit euch jetzt mal drüber reden, weil mich das total inspiriert hat und mir halt echt was gebracht hat. Ich werde in diesem Video sehr viel zitieren aus diesem Buch, also den Herr Fromm zitieren, weil ich finde, er drückt sich toll aus und ja, findet genau die richtigen Worte, um Dinge zu sagen, die ich auch so sehe und ja, wo ich finde einfach, dass das auch für euch vielleicht was ist, was total wissenswert ist und was uns allen halt was bringt. Und naja, ich fange am besten einfach mal an. Und zwar möchte ich mit der Frage anfangen: Muss man für die Liebe etwas tun oder fällt die Liebe einem einfach so in den Schoß? Und dieses Buch nimmt an, dass Lieben eine Kunst ist. Und so sehe ich es eigentlich auch. Wir glauben nämlich, li zu lieben wäre sehr einfach, aber geliebt zu werden wäre schwer. Und weil wir das glauben, konzentrieren wir uns halt viel mehr auf Äußerlichkeiten. Das heißt, wir konzentrieren uns darauf, wie wir uns selbst liebensfähiger machen, anstatt uns darauf zu konzentrieren, wie wir selbst lieben können. Oder ob wir selbst überhaupt richtig lieben können. Das heißt, wir gucken darauf, sehen wir toll aus? Oder haben wir Geld, haben wir Macht, haben wir Einfluss? Auf solche Dinge konzentrieren wir uns in unserem Leben, aber eigentlich gar nicht darauf, die Fähigkeit der Liebe zu erlernen. Also die Liebe ist kein Objekt, sondern es ist eine Fähigkeit. Also die Liebe ist nicht nur ein starkes Gefühl, es ist nämlich auch eine Entscheidung, ein Urteil und ein Versprechen, das man dem anderen gegenüber macht. Der Verliebtheit wird halt auch total oft mit Liebe verwechselt und da möchte ich euch jetzt das erste Zitat vorlesen. Anfangs freilich wissen sie das alles nicht und meinen, heftig verliebt und verrückt nacheinander zu sein, sei der Beweis für die Intensität ihrer Liebe, während es vielleicht nur beweist, wie einsam sie vorher waren. Jeder von uns sehnt sich ja nach Liebe. Und warum sehnen wir uns eigentlich so nach Liebe? Also warum wollen wir alle geliebt werden und warum wollen wir alle lieben? Und da sagt Fromm, dass wir alle Angst haben vor dem Alleine-Sein, also vor dem Abgetrenntsein. Gerade in unserer heutigen Welt versuchen wir, dieses Abgetrenntsein halt zu kompensieren oder zu überwinden. Auf alle möglichen Weisen, zum Beispiel treten wir Religionen oder Sekten bei oder Vereinen oder Gemeinschaften oder wir trinken Alkohol oder nehmen Drogen, um dieses Gemeinschaftsgefühl zurückzubekommen. Und ja, das Ziel von diesen ganzen Aktionen eben bleibt unbewusst einfach immer das Gleiche. Und zwar wollen wir dieses Getrenntsein überwinden. Und daher ist vielleicht auch eben dieser Wunsch nach Liebe dann. Ja, also zu diesem Thema sagt Fromm halt: Der Mensch sieht sich zu allen Zeiten und in allen Kulturen vor das Problem der Lösung der einen und immer wiederkehrenden Frage gestellt. Wie er das Abgetrenntsein überwinden, wie er zur Vereinigung gelangen, wie er sein eigenes einzelnes Leben transzendieren und das Einswerden erreichen kann. Ja, wie ich ja gerade gesagt habe, wir treten Religionen bei, Vereinen und so weiter. Und da sagt er, auch in unserer heutigen Gesellschaft des Westens ist die Gemeinschaft mit der Gruppe der am häufigsten eingeschlagene Weg, die Abgetrenntheit zu überwinden. Also wir denken, wir seien mit anderen verbunden auf die Art und Weise, aber sind es eigentlich gar nicht im Innersten, sondern es ist eigentlich einfach nur eine Illusion. Da muss ich ihn jetzt nochmal zitieren, und zwar sagt er da:
Sie leben in der Illusion, sie folgten nur ihren Ideen und Neigungen, seien Individualisten, sie seien aufgrund eigenen Denkens zu ihren Meinungen gelangt und es sei reiner Zufall, dass sie in ihren Ideen mit der Majorität übereinstimmen. Und dann sagt er auch noch, in Wirklichkeit gibt es kaum noch Unterschiede. Also eigentlich streben wir Menschen Gleichheit an. Im Sinne von, dass jeder Einzelne von uns ein eigenes Universum ist, ein eigener Kosmos quasi, und wir aber trotzdem alle einem großen Ganzen angehören. So sollten wir Gleichheit eigentlich definieren. Also er sagt, wir sind zwar alle eins, aber jeder von uns ist zugleich ein einzigartiges Wesen, ein Kosmos für sich, als auch quasi das, was ich gerade gesagt habe. Heute verstehen wir unter Gleichheit aber leider Folgendes. Man versteht heute darunter die Gleichheit von Automaten, von Menschen, die ihre Individualität verloren haben. Gleichheit bedeutet heute dasselbe sein und nicht mehr eins sein. Das finde ich ein sehr interessanter Satz. Also es ist ein riesiger Unterschied, wenn man sagt, Gleichheit ist dasselbe sein und Gleichheit ist eins sein. Dasselbe sein heißt, wir machen alle das Gleiche, wir sind alle die Gleichen, wir sind eigentlich Massenproduktion von gleichen Wesen mit gleichen Interessen und gleichen Ansichten. Und eins sein heißt, wir sind alle noch individuell, haben alle individuelle Interessen, begeistern uns individuell und wertschätzen auch diese Individualität aneinander und sind aber trotzdem alle eins. Dann noch ein Zitat, und zwar, die heutige Gesellschaft predigt das Ideal einer nicht individualisierten Gleichheit, weil sie menschliche Atome braucht, die sich untereinander völlig gleichen, damit sie im Massenbetrieb glatt und reibungslos funktionieren, damit alle den gleichen Anweisungen folgen und jeder trotzdem überzeugt ist, das zu tun, was er will. So läuft es ja momentan. Dabei sollten wir aber nicht vergessen, dass jeder von uns ein einzigartiges Individuum ist, dem nur diese einzige Chance gegeben ist, dieses Leben mit seinen Hoffnungen und Enttäuschungen, mit seinem Kummer und seiner Angst, mit seiner Sehnsucht nach Liebe und seiner Furcht vor dem Nichts zu leben. Also, wir haben quasi aufgehört, wir selbst zu sein. Daher gibt es für uns keine Einheit mehr, sondern nur noch Konformität. Wir sind keine Einheit mehr. Wir sind keine große Familie, die miteinander arbeitet und wo trotzdem immer noch alle individuell sich selbst sein können, sondern uns herrscht nur noch Konformität. Das heißt, wir machen quasi nur noch, was von uns verlangt wird und gleichen uns so langsam aneinander an. Um zurück zur Liebe zu kommen, zu dem Thema, über das ich hier eigentlich reden wollte. Erstmal mit einem Zitat mal wieder. Im Gegensatz zur symbiotischen Vereinigung ist die Reifliebe eine Vereinigung, bei der die eigene Integrität und Individualität bewahrt bleibt. Liebe ist also eine aktive Kraft in uns Menschen. In der Liebe kommt es zu dem Paradoxon, dass zwei Wesen eins werden und trotzdem zwei bleiben. Das finde ich halt total schön gesagt, weil es ist halt auch wieder echt wahr, dass man quasi verschmilzt, aber trotzdem jeder noch sich selbst bleiben darf und sich gegenseitig halt auch nicht verändert. Aber dazu komme ich gleich nochmal. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem in der Liebe heutzutage. Und glaube ich auch ein Grund, warum Liebe heutzutage so oft zum Scheitern verurteilt. Weil wir eben meinen, um zu lieben oder geliebt zu werden, müssten wir etwas in uns selbst aufgeben oder müssten wir ein Opfer bringen quasi und könnten halt nicht mehr wir selbst sein. Dabei ist echte Liebe eben bedingungslose Liebe. Das bedeutet eben, den anderen nicht verändern zu wollen, in keine Schubladen zu stecken, ihm eben die Freiheit zu lassen, zu sein, wie er ist und nicht an ihm rumzutüfteln und ja, dass jeder den anderen eben so lässt, wie er halt ist. Zu lieben heißt also, er gibt etwas von sich selbst, vom Kostbarsten, was er besitzt. Er gibt etwas von seinem Leben. Das bedeutet nicht unbedingt, dass er sein Leben für den anderen opfert, sondern dass er ihm etwas von dem gibt, was in ihm lebendig ist. Er gibt ihm etwas von seiner Freude, von seinem Interesse, von seinem Verständnis, von seinem Wissen, von seinem Humor, von seiner Traurigkeit, von allem, was in ihm lebendig ist. Und ach, der schreit so schön und ich finde es halt auch total wahr. Also indem er gibt, kann er nicht umhin, im anderen etwas zum Leben zu erwecken. Und dieses zum Leben Erweckte strahlt zurück auf ihn. Wenn jemand wahrhaft gibt, wird er ganz von selbst etwas zurückempfangen.
So, und das ist ja eigentlich ein universelles Gesetz, das in allen möglichen Lebenslagen gilt. Und zwar, wenn man gibt, von Herzen, gerne, bekommt man es zurück. Und zwar oft auch doppelt oder dreifach. Und so funktioniert es mit der Liebe eben auch. Das heißt, wir können mal festhalten, dass Liebe im ersten Sinne eigentlich etwas geben ist. Das heißt, wir müssen uns nicht die Gedanken darüber machen, geliebt zu werden oder Sorgen darüber oder brauchen nicht zu glauben, dass es total schwierig wäre, dass jemand uns liebt, sondern wir müssen erstmal selbst bereit sein, Liebe zu geben und es eben erstmal selbst lernen quasi. Also zur wahrhaftigen Liebe gehört eben auch die Achtung vor dem anderen. Und da habe ich jetzt nochmal ein Zitat. Und zwar, sie bezeichnet die Fähigkeit, jemanden so zu sehen, wie er ist, und seine einzigartige Individualität wahrzunehmen. Ich will, dass der andere um seiner selbst willen auf seine eigene Weise wächst und sich entfaltet und nicht mir zuliebe. Wenn ich den anderen wirklich liebe, fühle ich mich eins mit ihm. Aber so, wie er wirklich ist und nicht, wie ich ihn als Objekt zu meinem Gebrauch benötige. Und das ist, glaube ich, das Problem der meisten Beziehungen, dass es halt eben nicht so läuft, sondern genau andersrum. Also, dass man den anderen so zurechtbiegen möchte, wie es einem halt selbst am besten passt. Und so funktioniert die Liebe einfach nicht. Und die Liebe ist das Kind der Freiheit, niemals der Beherrschung. Mir fällt halt auch oft auf, dass die meisten Menschen sehr einseitig lieben. Das heißt, man findet jemanden, ich habe das ja auch schon im Freundeskreis gehabt oder gehört von anderen Freunden, so, da ist auf einmal ein Pärchen, die haben sich gefunden und dann sieht man sie halt nie wieder. Das heißt, oder was heißt nie wieder, man sieht sie halt kaum mehr. Das heißt, die sind nur noch füreinander da und Familie und Freunde, das ist dann erstmal zweitrangig oder egal. Das ist für mich keine Liebe. Wenn jemand nur eine einzige andere Person liebt und ihm alle übrigen Mitmenschen gleichgültig sind, dann handelt es sich bei seiner Liebe nicht um Liebe, sondern um eine symbiotische Bindung oder um einen erweiterten Egoismus. Wenn ich einen Menschen wahrhaft liebe, so liebe ich alle Menschen, so liebe ich die Welt, so liebe ich das Leben. Wenn ich zu einem anderen sagen kann, ich liebe dich, muss ich auch sagen können, ich liebe in dir auch alle anderen. Ich liebe durch dich die ganze Welt, ich liebe in dir auch mich selbst. Das ist so wahr. Das sollte wirklich jeder verinnerlichen, weil würden alle Menschen das mal verinnerlichen, dann gäbe es auch keinen Krieg mehr auf der Welt und dann wären einige Probleme eben nicht mehr da. Häufig wird die Exklusivität der erotischen Liebe mit dem Wunsch verwechselt, vom anderen Besitz zu ergreifen. Das ist das nächste Problem. Man findet oft zwei Verliebte, die niemanden sonst lieben. Ihre Liebe ist dann in Wirklichkeit ein Egoismus zu zweit. Es handelt sich dann um zwei Menschen, die sich miteinander identifizieren und die das Problem des Getrenntseins so lösen, dass sie das Alleinsein auf zwei Personen erweitern. Was soll man da noch dazu sagen? Also, so, das habe ich schon so oft beobachtet und es ist jedes Mal was zum Scheitern verurteilt. Das führt mich dann zu dem nächsten ganz wichtigen Punkt. Eigentlich meiner Meinung nach der wichtigste Aspekt, was die Liebe betrifft, den die meisten Menschen eben leider außer Acht lassen, und zwar komplett. Und zwar die Selbstliebe. Ich meine, wie wollt ihr denn jemand anderes lieben, wenn ihr es noch nicht mal schafft, euch selbst zu lieben? Oder andersrum, wie soll euch denn jemand lieben, wenn ihr euch nicht mal selbst liebt? Also, Liebe zu meinem Selbst ist untrennbar mit der Liebe zu allen anderen Wesen verbunden. Nummer 1. Nummer 2. Die Liebe zu anderen und die Liebe zu uns selbst stellen keine Alternative dar. Ganz im Gegenteil wird man bei allen, die fähig sind, andere zu lieben, beobachten können, dass sie auch sich selbst lieben. Liebe ist grundsätzlich unteilbar. Man kann die Liebe zu anderen Liebesobjekten nicht von der Liebe zu einem selbst trennen. Echte Liebe ist Ausdruck inneren Produktivseins und impliziert Fürsorge, Achtung, Verantwortungsgefühl und Erkenntnis. Babam. Liebt euch selbst, Leute. Das ist echt total wichtig. Und an der Stelle muss ich jetzt nochmal meinen geliebten Rapper oder Musiker Captain Peng zitieren. Und der hat nämlich ein Lied geschrieben, das heißt Gelernt. Und da beschreibt er nochmal ganz gut, warum wir selbst uns lieben sollten und dass wir es auch wert sind, uns selbst zu lieben. Und zwar am Ende von diesem Lied sagt er: Und was du bist, wird dir niemand geben. Wer du bist, kann dir nie jemand nehmen. Und was du suchst, wird dir nie jemand zeigen.
Und was du glaubst, wird dir nie jemand beweisen. Denn was wir sind, hat noch niemand verstanden. Und was du fühlst, passt in keinen Gedanken. Und wer du bist, wirst du niemals ergründen, wenn du nur tust, was sich andere wünschen. Ja, und das beschreibt eben gut, wie wichtig es ist, sich selbst zu wertschätzen, sich selbst zu lieben, anzuerkennen, wie faszinierend und wie wunderbar du selbst bist. Da habe ich jetzt auch nochmal ein wunderbares Zitat. Ich zitiere total viel, aber die können sich einfach noch ein Stückchen besser ausdrücken als ich. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Also, nächstes Zitat. Die Bejahung des eigenen Lebens, des eigenen Glücks und Wachstums und der eigenen Freiheit ist in der Liebesfähigkeit eines jeden verwurzelt. Das heißt in einer Fürsorge, einer Achtung, seinem Verantwortungsgefühl und seiner Erkenntnis. Wenn ein Mensch fähig ist, produktiv zu lieben, dann liebt er auch sich selbst. Wenn er nur andere lieben kann, dann kann er überhaupt nicht lieben. Heißt im Klartext, Selbstliebe ist das Allerwichtigste. Ihr müsst euch selbst lieben und ihr müsst anerkennen, dass ihr wunderbar seid und dass ihr ein eigenes, buntes, verrücktes Universum seid. Und wunderbar genauso, wie ihr seid. Also ihr selbst seid ja fähig zu lieben. Wir müssen halt die Augen dafür öffnen. Und jetzt kommen wir zu der Frage, wieso ist es für uns eigentlich so schwierig zu lieben in dieser Gesellschaft? Wo wir uns doch eigentlich so sehr danach sehen. Mein Bein schläft ein. Oh mein Gott. Ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. So. Das ist jetzt ein recht langes Zitat, aber beschreibt es eben ganz gut. Warum sind wir denn nicht fähig zu lieben? Und warum fällt es uns nicht mal auf? Warum denken wir die ganze Zeit, wir würden lieben und verwechseln das mit tausend anderen Sachen? So. Also, unsere Zivilisation verfügt über viele Betäubungsmittel, die den Leuten helfen, sich ihres Alleinseins nicht bewusst zu werden. Da ist vor allem die strenge Routine der bürokratischen, mechanischen Arbeit, die verhindern hilft, dass sich die Menschen ihres tiefsten Bedürfnisses des Verlangens nach Transzendenz und Einheit bewusst werden. Da die Arbeitsroutine hierzu nicht ausreicht, überwindet der Mensch seine unbewusste Verzweiflung durch die Routine des Vergnügens, durch den passiven Konsum von Tönen und Bildern, wie sie ihm die Vergnügungsindustrie bietet. Außerdem durch die Befriedigung, ständig neue Dinge zu kaufen und diese bald wieder gegen andere auszuwechseln. Er ist gut genährt, gut gekleidet und sexuell befriedigt, aber ohne Selbst und steht nur in einem höchst oberflächlichen Kontakt mit seinen Mitmenschen. Deshalb, Leute, appelliere ich an euch, also beschäftigt euch mehr mit euch selbst. Lest mehr Bücher. Setzt euch in die Natur. Beobachtet die Natur. Beschäftigt euch mit euren Mitmenschen. Hört wirklich zu, wenn euch jemand was erzählt. Teilt eure Gedanken mit anderen Menschen. Malt, seid kreativ. Schaut mehr in euch hinein, anstatt immer nur Dinge außen zu betrachten. Seid bereit, für die Liebe zu kämpfen. Öffnet eure Augen und Ohren für das Schöne in der Welt. Trägt euer Inneres nach außen. Und ja, gibt der wahren Liebe endlich wieder eine Chance. Vielleicht hat euch das Video zum Nachdenken inspiriert. Und ich weiß, dass ihr das alle könnt und dass ihr müsst einfach an euch selbst glauben. Wir müssen alle an uns arbeiten. Auch das Leben ist eine Kunst, nicht nur die Liebe. Und ja, wenn wir das alle gemeinsam anpacken, dann weiß ich, dass wir ein Schönes schaffen können in Zukunft. Mit diesen Worten möchte ich mich bei euch verabschieden. Danke fürs Video schauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Hier wird es langsam dunkel. Ich werde mich gleich noch in mein Bett verziehen und noch ein wenig lesen. Ich habe mir das Kapitel bestellt und verlinke euch hier noch noch schnell die letzten Videos. Auch abonnieren wäre super. Lasst mir eure Gedanken da zu diesem Thema. Wir sind schließlich hier, um uns gegenseitig zu inspirieren, um uns gegenseitig andere Gedankenwege aufzuzeigen. Und ich freue mich immer riesig über Kommentare, über die ich dann nachgrübeln kann. Und ja, dann macht's gut und ja, ich wünsche euch alles, alles Gute.